So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich freue mich, weil ich möchte nochmal Blue Baby spielen. Question marks? Da. Und ich habe heute ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich bin ein bisschen müde und das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass ich dann extrem vorsichtig bin. Ups, das wäre fast schief gegangen. Nimm die Puppe und lass mich zufrieden. So, jetzt kriegen wir einfach gute Items. Ihr habt mir auch einen Tipp gegeben, mit den... Na, werdet ihr wohl sterben. Mit den Observatorien. Nämlich, wenn ich die Itemräume nicht einsammle. Weil wirklich so einfach sage, ihr könnt mich mal. Und dann... weitergehe, kriege ich ein Observatorium und das ist ganz cool, weil die Itemräume kann ich dann später immer noch holen. Ups. So. Wenn ich dann bei Dings bin. Zu Dogma auf dem Weg. Ist jetzt doof. Ganz viele Bomben. Also ich darf einfach nicht reingehen und dann kriege ich das Observatorium. Das ist eine gute Info, die ich definitiv ausnutzen werde. Wow. Einfach noch eine Goldbombe. Gut. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich weiß nicht, ob das für den ersten schon gilt, aber ich gehe da jetzt mal nicht rein. So. Ja, verdammt. Da wollte ich jetzt auf sicher spielen, habe es trotzdem verkackt. So, ich muss kurz auf eine Nachricht antworten, das ist wichtig. So. Moment, das kann man doch... Ah ne, muss man mit der Bombe sprengen, ne? Um da drüber zu kommen. Aber das machen wir. So. Jetzt haben wir nämlich wieder geladen. Jetzt können wir das tun. So. Genau, so hat das funktioniert. Okay. Mehr Schlüssel und ich lasse die Itemräume jetzt mal liegen. Dann weiß ich jetzt immerhin, wie es zu diesen Observatorien kommt.
Weiß ich, ob ich den ersten schon hätte liegen lassen dürfen oder müssen. Ich habe nämlich so das Gefühl, der erste, den hätte ich eigentlich mitnehmen können. Aber ist in Ordnung. Fehler passieren. Wow. Okay. So viele Gegner, die auf einen zurennen. Wisst doch, dass ich die nicht mag. Wobei der Grüne da irgendwie ein bisschen ziellos war gerade. Ja, den ersten hätte ich nicht liegen lassen müssen. Okay, es geht wahrscheinlich nur ums Aufschließen. Dementsprechend den ersten, der ja sowieso offen ist, hätte ich mitnehmen können. Na gut. Wieder was dazugelernt. Müssen aber noch ein Trinket finden, ne? Oh, hier hinten habe ich mich in eine doofe Situation gebracht. Ah, geht. Wow. Er ist zur falschen Seite weggeschnickt. Wuhu. So. AP ab. So, mir wurde gesagt, wenn ich nicht reingehe, ist eine höhere Chance. So, ich gehe jetzt mal rein. Ah ja, doch. Hat die Chance auf 16-16 gesenkt. Okay. Wow, da fällt mir direkt mein Kissen aus dem Nacken. Okay, dann nehme ich alles zurück. Das ist tatsächlich da eine höhere Chance, wenn ich da überhaupt nicht reingehe. Gut, dann werde ich das in Zukunft nicht mehr tun. In Devil Deals reingehen. Ach, das ist ein Mistvieh. Wow. Nee. So ein Mist. Ich habe eigentlich gedacht, ich erwische mehr von denen. Aber stattdessen erwische ich keinen. Komm, All Stats Up Mushroom bitte. Nee, schade. Wird ja noch träumen dürfen. Da ist die Petrified Poop. Sehr schön. Dann nehme ich jetzt ein Trinket. Und in gleichem Zuge haben wir auch noch ein gutes Item, um mehr Zeug zu kriegen. So, und hier nehmen wir schön erstmal alles mit. Ich hoffe, wir können uns im Shop wieder ein neues Herz kaufen. Aber irgendwie kommen die Observatorien bisher nicht. Obwohl ich den Item Room habe liegen lassen. Tinted. So. Jetzt kann ich den nämlich von hier drüben angreifen. Den mussten wir einfach bloß ein Stückchen verschieben. Der da ist ätzend zum Abschießen. Aber dadurch, dass wir da oben die Lücke drin haben, geht's. Gar keinen Bock auf die. Woo! Opel ist gut. So, den da will ich auch noch.
Komischer Automat. Ganz, ganz komischer Automat. Läuft die Aufnahme eigentlich? Ja, tut sie. Ist gar nicht, dass hier so ein Säckchen gedroppt ist. Das nützt mir ja nichts. Aber die 5 Cent nehme ich auf jeden Fall mit. Da lohnt sich ein Ausflug zum Shop nochmal. Au. Ja, jetzt lohnt sich der Ausflug zum Shop auf jeden Fall. Wow. Das hat sich im Gegensatz dazu überhaupt nicht gelohnt. Wir haben halt auch so überhaupt gar keinen Damage. Aber gut, ich habe ja bisher auch jeden Item Room liegen lassen. Oder besteht immer nur eine gewisse Chance, dass ein Observatorium kommt? Ich meine, kann ja sein, dass die Observatorien immer so eine, was weiß ich, 15% Chance haben zu spawnen, wenn man den Item Room nicht aufsammelt und sich das dann hochaddiert. Und du mir eigentlich nur sagen wolltest, probier ihn zu kriegen. Die Items kriegst du sowieso später nochmal. Ist besser, du probierst, sonst kommt nichts bei raus, als du lässt es komplett liegen. Kann ja auch sein. Bin ja immer für jede Art von Hinweis dankbar, mit dem ich mein Spiel etwas verbessern kann. So. Könnt mich alle mal gern haben. Natürlich. Ganz natürlich. Ich sehe gerade, dass ich auf Discord mit Nachrichten zugespammt werde. Da muss ich eventuell gleich mal nachgucken. Ach, jetzt bin ich reingegangen, nicht Depp. Na gut. So. Ah, ist nur Zero. Der mich voll spammt, ich glaube, wegen meinem Geburtstag. Übrigens, wer Bock drauf hat, am Dienstag. Am Dienstag. Am Freitag. Wir haben gerade Dienstag. Am Freitag feiere ich tatsächlich meinen Geburtstag. Mit einem großen 24-Stunden-Livestream. Wer das nicht mitbekommen hat. Reingucken. Also hier war jetzt kein Observatorium, obwohl ich den Item Room habe liegen lassen. Schreib mir das bitte nochmal, wie das genau funktioniert. Hierophant, meine Lieblingskarte. Also zumindest für den Fall. Ich habe jetzt gerade auf den Chat geguckt, weil ich schon wieder eine Nachricht bekommen habe. Also auf den Chat mit Zero. Nicht auf einen allgemeinen Chat, das wäre sehr merkwürdig, wenn ich jetzt gerade im Stream wäre. Ich hätte aber die Chance auf einen Deal erhöhen können, wenn ich gespendet hätte. Das wäre, glaube ich, etwas klüger gewesen. Okay, wir haben aber ein neues Herz gekriegt, das ist gut.
So. Achso, ich bin wieder reingegangen, ich Depp. Ja, gut. So. Jetzt hoffen wir mal aufs Beste, dass wir den Run schaffen. Ich werde jetzt nochmal versuchen, wenn ich nicht in geistiger Umnachtung, ich bin wie gesagt ein bisschen müde, den Item Room wieder, also so wirklich aus Dummheit mitnehme, werde ich versuchen, ihn erstmal liegen zu lassen. Bis wir dann im Dings sind. Aber bisher haben mich die Observatorien leider sehr enttäuscht. Weil sie einfach nicht existiert haben. Ja. Oder wir sterben einfach hier in diesem Raum und sparen uns das Ganze. Okay. Shit. Gut, Leute. Beim nächsten Mal nehme ich, glaube ich, die Item Rooms mit. Zumindest mit Blue Baby ist es einfach besser, weil ich die Items brauche. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit. Mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.